Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unexplored. Leider muss ich wieder von vorne anfangen und ich werde jetzt erstmal wieder beim Abenteurer bleiben. Wenn ihr jedoch was anderes sehen wollt, dann schreibt doch einfach einen Kommentar und ich werde mal wieder was anderes spielen. Aber mit dem Abenteurer, der gefällt mir eigentlich so am besten. Zauberer ist ja auch noch okay, wie ich schon mal erwähnt habe, nur Schurke. Schurke ist so... Ich würde gerne so langsam mal den Warrior freischalten. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was man dafür machen muss. Wie dem auch sei, dann starten wir mal wieder. Gibt es irgendwas Neues? Oh, Antidote bekommen, super. Many creatures in the Dungeon of Doom are venomous. Here, you'd better keep this antidote in your bag. You are sure to thank me later. Alles klar. Dann nehme ich meine Ration und ein Lockpick. Also Standard wie immer. Und bitte lass es einen guten Seed sein. So. Der Anfang wird wohl erstmal wieder hier so ein bisschen Pillepalle sein. Deswegen habe ich mir gedacht, rede ich mal. Ja, so viel zum Thema Pillepalle. Ach, verdammt. Aber ich muss ja gar nicht gegen die kämpfen. Wenn ich nicht will, ich laufe einfach. Die sind aber ganz schön fix, muss ich ja mal sagen. Ratten. So. Ganz schön viele Spinnen unterwegs heute. Turrets deactivated, das ist schon mal super. Was haben wir denn hier? Oh ne, Spinneneier, ganz viele Spinneneier. Mehr gibt es da nicht. Ich glaube, mehr gibt es da nicht, oder? Was haben wir hier? Chalice und... Ja, dann mal wieder schnell raus. Ja genau, bevor das passiert. Ach, die sind ganz schön nervig, diese Spinnen hier. Das. Auch noch eine von vorhin. So, aber wovon ich jetzt eigentlich reden wollte? Wie viel sind denn hier? Generell mal was so unexplored. Ich habe mir mal die Steam-Seite nach langer Zeit mal wieder angeschaut und die Kommentare, die Reviews teilweise gelesen. Und ich muss eigentlich leider sagen, es sind ganz schön wenig. Also nicht mal, dass die schlecht ausfallen oder so, aber... Ich hätte eigentlich gedacht, nachdem GameStar vor über ein Jahr oder fast schon 2 Jahren Video gebracht hat, dass es da mehr Videos, mehr Leute das Spiel gekauft hätten und dementsprechend auch mehr es bewertet hätten. Aber nö, ich hoffe ja, dass sich das Spiel gut genug verkauft hat oder noch verkauft. Aber sieht ja ganz so aus. Ich meine, es kommt ja immer wieder regelmäßig Patches und Updates und neue Sachen und Modes und hast du nicht gesehen. Ich komme da gar nicht hinterher, wenn ich ehrlich bin. Ich komme ja nicht mal durchs normale Spiel durch. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aua, verdammt, da sollte ich natürlich nicht reinlaufen. Ja, und ich finde das eigentlich ein bisschen schade, dass das so untergegangen ist irgendwie. Ist verständlich, dass es da... Naja, es gab schon Werbung. Ich meine, wo ich das letzte Mal, wo ich das Video gesehen habe, haben es, glaube ich, 50.000 Leute sich das angeschaut. Bei GameStar und... Ja. Das ist alles ein bisschen... Weiß ich nicht. Schade. Ich bin ja nach wie vor der Meinung... Geht es hier mal runter... dass die meisten Leute von der Grafik, vom Stil einfach abgeschreckt werden und dass ich dann denke, oh, was ist das nur? Das sieht ja aus wie zusammengekleistert. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen antut, dann sollte man eigentlich relativ schnell merken, dass das der Grafikstil ist super. Also ich meine... Ich habe lieber sowas Klares, das habe ich zwar auch schon mal gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Relativ klaren Grafikstil als sowas total Überladenes, wo ich überhaupt noch schwer meine Spielfigur finde. Trollmaterial. Deswegen, aber ich weiß nicht, sind wirklich so viele Leute auf diesen, ja, muss allerneueste super duper Grafik haben, sonst schaue ich mir das erst gar nicht an, Trip.
Das ist echt ein bisschen schade. Also, die verpassen auf jeden Fall was. Kiste. Ja, das sieht doch mal nett aus. Du bist wieder für die Tür. Okay. Versucht dafür ja auch hin und wieder mal ein bisschen Werbung zu machen und so. Boah, Stärke 16, aber ich kann es mal mitnehmen. Aber ich bin halt ziemlich limitiert in meinen Optionen. Aber naja, ich tue mein Bestes. Es gibt hier also eine neue Cloak of Movement auf Level 4. Alles klar. Die Tür ist verriegelt. Ja, ich finde es im Prinzip echt schade, dass das so untergeht. Aber ist das doch super. Auch wenn ich schon verflucht habe und gesagt habe, Scheißspiel, alles Scheiße. Trotzdem, das Spiel an sich ist super. Wer jetzt generell so Roguelikes mag, aber nicht unbedingt dem hier rundenbasierte Spiele zu langsam sind einfach. Für den ist das hier wirklich ein super Ersatz. Also das kommt mit am nächsten dran, würde ich mal so ganz doll behaupten. Damit lehne ich mich ja jetzt vielleicht etwas weit aus dem Fenster, aber ja, ich wüsste sonst nicht, was da wirklich so annähernd dran kommt, was wirklich der Beschreibung von dem Genre entspricht. Jetzt ist da noch eine verschlossene Tür. Die Frage ist natürlich jetzt, den Schalter habe ich nicht gefunden, oder? Ach, ich laufe jetzt noch mal den ganzen Weg zurück. Dann schaue ich halt noch mal, aber wahrscheinlich wird die nach wie vor... Nein, sie ist offen. Okay, ich habe nichts gesagt. Tür verriegeln, nein. Schriftrolle. So, was haben wir hier? Nix, da ist noch was. Schriftrolle und ein Buch. Blade Spiders. Ja, die sind schon übel. Bleeding Wounds. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Noch ein Buch. Aha. Wieder sowas Rezeptmäßiges. Ja. Je mehr man von diesem Erz benutzt, desto stärker wird das Endprodukt sein. Das klingt ja auch ganz logisch. Dann gehen wir doch mal weiter. Und aber bevor wir hier jetzt runtergehen, werde ich erstmal hier die Schriftrollen ausprobieren. Descent, ja, genau. Genau, ganz genau. Und deswegen mache ich das immer am Ende von einem Level. Aber ja, was haben wir denn hier noch so? Detect Magic. Okay, die sind negativ. Ja, die Frage ist jetzt nur, was will ich mit denen machen? Ich die trotzdem lesen? Nee, ich glaube nicht. Erstmal nicht. Wenn ich irgendwie so 8, 9, 10 Rationen habe, könnte ich mal drüber nachdenken. Aber so, nö. Aua. Ich hasse diese Viecher. Die sind so nervig. Obwohl die eigentlich total berechenbar sind. Noch ein Buch. Aha. Creepy Caverns. Level 4. So. Dann mal hier weiter. Was haben wir denn hier auf der linken Seite? Da ist die Treppe und du bist wieder Schalter für die Tür, richtig? Ja. Aber erstmal ist dir die Treppe uninteressant. Ich möchte erstmal schauen, was es hier noch so gibt. Da liegt noch ein bisschen Gold rum. Nehme ich doch gerne. Und du bist für die Tür. Falle. So, jede Menge Kisten. Gold. Gold. Da ist bestimmt auch Gold drin, oder? Nein! So, du bist... Nein, ich will keine Tür schließen. Ich möchte die Türen öffnen. Da haben wir noch zwei Fässer. Da hätten wir eine Schmiede und da kann ich doch mal hier das und das benutzen und dann habe ich ein Glowing Sword.
Moment, leuchtet das einfach nur? Okay, und teilt Feuerschaden aus. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Da hätte ich mich jetzt aber arg gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre mit dem Feuerschaden. Turret deaktiviert. Wunderbar. Nein, nicht Tür schließen. Tür auflassen. So. Da war wieder so ein Altar, aber nee. Glaube. Wow. Danke. Geh dann mal. Wir können natürlich versuchen, hier die Potion zu opfern. Oder die. Oder die Schriftrolle. Oder die Schriftrolle. Ich glaube, die werden beide nicht gehen. Nein. Ja, hatte ich leider recht. Aber was ist denn da noch? Ah, da muss ich wohl doch mal hier die Viecher erledigen. Da ist auch die Treppe, von daher. Los. Aber zumindest mache ich jetzt mit dem Feuerschwert mehr Schaden. Eine Kiste. Lederrüstung. Zwei Schaden. Nein, na, ist leider nicht die bessere. Aber ich glaube, die sehen auch etwas unterschiedlicher aus. Wie dem auch sei, wir haben jetzt hier zwei Treppen mal wieder nach unten. Aua. Los. Da waren es nur noch zwei Rationen. Was gibt es denn hier noch Schönes? Ein Buch. Okay, super. Super Information. Da ist noch eine Treppe. Oh Gott, das ist ja super generiert für mich. Okay, Level 4 ist voll mit giftigen Spinnen, die sich in der Dunkelheit befinden. Ja, die fürchten helles Licht. Aber generell Gift und Dunkelheit und ganz viele giftige Spinnen noch dazu. Also da, nein, danke. Da habe ich jetzt so schon keine Lust mehr drauf. Wo möchte ich denn jetzt mal? Ich glaube, ich fange hier links an. Ich glaube, das ist die beste Idee. Einfach mal hier links die Treppe runter und mal schauen, wo wir landen. Creepy Caverns. Sieht schon etwas dunkler aus. Buch. Trollmaterial, ja. Level 5. Die Dinger explodieren wieder, oder? Ja. Blinkt. Wird wahrscheinlich explodieren. Jetzt wird es hier noch dunkler. Brücke aktiviert. Buch. Magic Room of Level 6. In the Caverns of Legend. Ach, wieder mit diesen Statuen. Jo. Stürzt die Brücke ein? Nein, aber wow. Der Level gefällt mir schon mal gar nicht. Ich hasse Skelette. Und einfach nicht tot zu kriegen, wenn man kein Licht hat. Oh, giftige Spinnen. Nein. Ich gehe weiter. Ich gehe hier jetzt einfach weiter. Der Level war mir einfach zu doof. Von daher, Ration. Oh, ich bin ganz schön stark vergiftet. Das Gold hier mitnehmen. Was gibt's denn? Da ist eine Treppe. Das ist schon mal gut zu wissen. Da müsste ich jetzt nur noch wissen, wie man da hinkommt. Ich nehme jetzt einfach mal hier einen Heiltrank. Was soll's. Und dann gehe ich hier lang. Und dann sind wir schon bei der Treppe. Aber nee. Nö. Das hier ist auch wieder so eine Spezialtür. Ha. Okay, das war jetzt suboptimal, dass ich hier runtergegangen bin. Ha, das war wirklich nicht gut.
Was machst du? Identify. Okay. Was machst du denn? Pain. Ja. Ich glaube, die kann ich. Wofür soll ich die denn sonst noch nehmen? Ich glaube, die kann ich im Prinzip dann auch wegwerfen. Moment. Discovered Items. Ach so, hier haben wir noch eine Liste. Ist neu, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da kann man noch mal gut nachschauen, was man schon so entdeckt hat. Was da noch passieren könnte. Ja, ich sehe hier keine andere Möglichkeit, als dass wir hier wieder runtergehen. Es geht eindeutig zu schnell. Schon auf Level 6. Eieiei. Ich würde mich lieber mehr umsehen auf den einzelnen Leveln und mehr Sachen einsammeln. Zum Beispiel sowas wie Heiltränke. Oh nee. Oh nee. Boah, du bist doch... Was bist du denn? Ein blödes Vieh. Blade Spider. Ich wusste schon, was das war, aber... Auf die kann ich auch verzichten. Also mir wäre es doch am liebsten hier mal ein kompletter Level ohne Gegner. Aber selbst dann würde ich wahrscheinlich nicht ankommen, weil ich mich verlaufen würde. Wow, nein. Nicht diese Eisviecher. Oh nein. Oh nein. Habe ich schon oh nein gesagt? Ich gehe dann mal. Tschüss, Leute. Wieso kommt ihr hier durch? Aua. Aber ich mache bei den Eisviechern, glaube ich, mehr Schaden. Mit meinem Feuerschwert. Naja. Ich falle auch immer drauf rein. Okay, hier haben wir die Tür. Ja. Moment. Moment, Journal. Was stand denn da? Okay, wir müssen nach Hinweisen schauen. Ah, die habe ich jetzt bestimmt alle übersehen. Oder waren hier, obwohl da hängt was. Also nicht Jade. Da gehe ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Das Buch lasse ich da mal liegen. Ja, nicht Jade. Das ist schon mal... Da möchte ich jetzt auch noch nicht so durch. Moment, du warst hier Ember. Du warst Amethyst. Golden Cat. Ich nehme mal Gold. Moment. Nein, das war natürlich falsch. Das ist halt auch eine blöde Kombination. Das kann man auch eher nicht durch Zufall lösen. Also, da muss man schon wirklich drauf achten, sonst hat man verloren. Amethyst. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Geht weg. Ich will doch. Oh nee. Ich habe keine Heilung mehr. Also. Oh, bitte. Ja, hallo? Wieso greift er denn auch so schnell an? Oh, geh weg. Jetzt bin ich auch noch verlangsamt und kann nicht zuhauen und bin tot. Mich. Reg mich jetzt nicht auf. Ich krieg auch keine Kopfschmerzen oder so. Ich sag einfach, das war's von mir und bis bald.